Ja, die EOS M50, tolle kleine Kamera, dummerweise auch mit einem sehr, sehr kleinen Akku und einer entsprechend niedrigen Akkuleistung. Wie man das Problem in den Griff kriegt, wie man also die Akkuleistung optimieren kann oder was man generell gegen den zu kleinen Akku tun kann, das zeige ich euch in diesem Video. Aber bevor es mit der M50 richtig losgeht, kleiner Hinweis in eigener Sache. 2.500 Abonnenten, wir haben die 2.500 Abonnenten geknackt, oder ihr habt für mich die 2.500 Abonnenten geknackt. Danke dafür, super, habe ich nicht so früh mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Das setzt mich jetzt fast ein bisschen unter Druck. Es wird vielleicht Ende der Woche einen Livestream geben, also es wird auf jeden Fall einen Livestream mit einem 2.500 Abonnenten-Special geben. Da gibt es auch wieder was zu gewinnen natürlich. Wann das ganz genau wird, weiß ich noch nicht. Ich versuche es Ende der Woche zu machen, reinzuschieben. Muss ich aber mal gucken, weil da ist nämlich Nikolaus, da habe ich auch noch andere Dinge zu tun. Aber ihr werdet das rechtzeitig erfahren, ich werde das ankündigen. Und dann, ja, dann unterhalten wir uns ein bisschen in dem Livestream und ich werde ein paar schicke Sachen da verlosen. Jetzt aber zur M50. Um möglichst viel Leistung aus den Akkus der EOS M50 rauszubekommen, gibt es ein paar interne Funktionen, wenn man so will, und natürlich auch ein paar externe Lösungen. Also zuerst könnt ihr natürlich im Menü einfach den Eco-Modus einschalten. Der Eco-Modus dient dazu, einfach ja, die Kamera stromsparender zu betreiben und somit die Akkuleistung zu optimieren. Als nächstes gibt es den Stromsparmodus, auch den kann man wieder im Menü aktivieren. Und hier kann man diverse Einstellungen machen, eben zum Beispiel, wann sich der Display ausschaltet, wann die Kamera automatisch abgeschaltet wird oder wann sich der Sucher abschaltet. Apropos Sucher. Die Displayhelligkeit ist natürlich auch ein Faktor, der die Lebensdauer sozusagen der Akkus beeinflusst. Also je heller ich das Display einstelle, desto mehr Strom braucht das Ganze. Und auch das kann man natürlich wieder im Menü einstellen. Hier einfach mal die Displayhelligkeit ein bisschen runterregeln, bringt auch ein bisschen was für die Akkulaufzeit. Ja, und dann kann man in der Kamera natürlich noch die Rückschauzeit abschalten. Also das ist standardmäßig auf 4 Sekunden eingestellt. Die Rückschauzeit ist die Zeit, die nach dem Auslösen die Bildvorschau zeigt. Also das heißt, wenn ihr ein Foto gemacht habt, dann zeigt die Kamera ja standardmäßig ein gemachtes Bild, also das Vorschaubild, eben eine Rückschau auf das gerade gemachte Bild an. Und das kostet natürlich jedes Mal Strom, weil ja das Bild wieder angezeigt werden muss. Abgesehen davon, dass es auch das weitere Fotografieren ein bisschen verhindert. Das kann man also auch hier wunderbar im Menü einfach abschalten. Und schon kann man erstens schneller fotografieren, wenn man mehrere Bilder hintereinander machen möchte. Und auch das spart einfach Akkuleistung. Es gibt auch ein paar externe Faktoren. Zum Beispiel der geliebte Speed Booster, der doch häufig verwendet wird in der M50. Ist auch ein tolles Teil. Ich mag den ja wirklich sehr gerne. Ich habe ja auch ein paar Videos schon dazu gemacht. Aber der Speed Booster hat einen ganz großen Nachteil. Der saugt Strom. Und zwar auch, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Könnt ihr mal ausprobieren. Macht man einen Speed Booster dran, schaltet die Kamera aus, lasst die 2 Tage liegen. Das Akku ist garantiert leer. Macht das gleiche mit einem normalen Adapter und natürlich, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird da kein Strom gezogen und das Akku wird noch nach wie vor genauso voll sein wie vorher. Also, wenn ihr einen Speedbooster drauf habt, Vorsicht damit, der saugt euch den Akku leer, macht den Speedbooster im Zweifelsfall einfach ab. Auch wenn es nach dem Firmware-Update, den man beim Speedbooster machen kann, besser ist, ganz weg geht dieser Effekt leider nicht. Der Speedbooster zieht immer ein bisschen Strom und macht euch damit den Akku einfach leer. Ja, und wenn all die Maßnahmen nicht reichen, naja, dann kauft man sich einfach ein paar Ersatzakkus. Das müssen keine Originalakkus sein. Es gibt haufenweise Akkus von Drittherstellern für ganz, ganz kleines Geld. Da kostet der Akku um die 10, 12 Euro. Die gibt es häufig im Doppelpack, die gibt es häufig sogar mit einem Doppelladegerät für rund 20 Euro. Da muss man sich einfach mal umschauen. Ich habe mit den Patona-Akkus zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht. Die funktionieren bei mir mindestens genauso gut wie der Original-Akku. Und ja, wie gesagt, die sind günstig. Davon kann man sich einfach mal 4 oder 5 oder 6 Stück kaufen und hat dann eben kein Problem. Die sind ja auch einfach zu transportieren, weil sie eben auch so klein und leicht sind. Also da kann man sich immer mal 2 in die Hosentasche stecken. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und gerade für Videofilmer kann es auch wiederum ganz interessant sein. Es gibt solche Akku-Dummies, die kann man an Strom anschließen oder an eine Powerbank anschließen. Damit wird man nicht durch die Gegend rennen, aber wenn man die Kamera zum Beispiel auf dem Stativ hat, wenn man zum Beispiel Langzeitbelichtung macht, wenn man Timelapses macht und ähnliches, wo man vielleicht längere Zeit Strom braucht, dann kann man das machen. Da steht die Kamera meistens ja eh auf dem Stativ und kann somit die Kamera relativ lange mit Strom versorgen. Ja, und wenn ich schon ein Video zum Stromsparen oder zur besseren Stromversorgung der M50 mache, dann darf natürlich am Schluss ein Teil nicht fehlen und das ist der Batteriegriff.
Der M50 Batteriegriff hier noch in der ersten Variante, den gibt es mittlerweile in etwas schicker und etwas ausgereifter. Ja, was soll ich sagen? Dazu gibt es Videos von mir und die könnt ihr euch mal einfach dazu anschauen. Da gehe ich sehr, sehr intensiv auf diesen Batteriegriff ein. Damit könnt ihr natürlich die Akkuleistung extrem nach oben schrauben. Also ich würde sagen, eine Versieben- bis Verzehnfachung der Akkuleistung ist mit dem Batteriegriff relativ einfach möglich. Hat noch einen Vorteil, die Kamera wird griffiger. Das ist wahrscheinlich die beste Option, um der Kamera richtig Power zu geben und sich nie wieder Sorgen über leere Batterien zu machen, weil die halten damit wirklich ewig lange. Ja, das waren meine Tipps zur besseren Akkueffizienz, zur besseren Stromeffizienz der EOS M50. Wenn ihr noch selbst Tipps habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, wenn noch nicht geschehen, und die Glocke anschalten, damit ihr keine Videos verpasst. Ihr kennt das Spiel, ist es wie immer. Und jetzt war es das von mir. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Ciao.